Dresden top ist, ist bei den Löwen eher Mittelfeld. Sechstbestes Team in der Liga. In Unterzahl 81,7% bei den Löwen. Und das Powerplay 17,8. Und da ist das 1:0 für die Gäste. Gerade mal 6 Sekunden in Überzahl. Dominik Oschee nicht hart, aber genau. Und zwar ganz genau. Sehen wir es, der Mann mit der 12. Dominik Oschee, da ist Verkehr vom Tor und der passt einfach genau über die Schulter von Weizmann. Und dann steht es hier 1:0 für die Gäste. 1:25 haben wir noch auf der Uhr. Wir haben jetzt ein Powerplay. Aus Löwensicht ist das natürlich gut. 4 gegen 3. Nachdem die Löwen da wirklich gute Möglichkeiten eben hatten, nicht richtig zum Abschluss kamen, klingelt es jetzt. CJ Stretch direkt mit dem Ausgleich. Diesmal hat es 8 Sekunden gedauert. Ja, ähnliche Position wie Oschee vorher. Ja, fast die gleiche. Und CJ Stretch, auch er macht überlegt, haut nicht voll drauf, schaut die Lücke. McLeod ist das vom Tor, der nimmt die Sicht. Und Stretch mit dem 16. Saisontor. Wir haben Gleichstand im Topspiel der DEL 2. Das war es noch nicht. Der Schüler, der steuert das Ganze von da oben. Das ist Tyler Grown, der Mann mit der 7. Schweißt ein und stellt die Weichen Richtung Sieg im Topspiel der DEL 2. Die Führung für die Löwen. Mein Gott, hat er den unter die Latte gehämmert von da außen. Keine Chance. Julia Scharipow. Ja, das Momentum liegt gerade bei den Löwen ein bisschen. Die das scheinen sich dazu orientieren müssen. Und da ist die nächste Möglichkeit. Und es ist Stefan Seger, der da den Querpass in die Maschen lenkt. Schön gesehen da. Filin völlig alleine gelassen. Und auf dem Knie rutscht er da rein und macht ihn. Keine Chance für Scharipow. Ja, und machen die Löwen halt bei 5 gegen 5. Und was war das für ein starker Pass von Vlad Filin, der da nicht einfach abzieht. Der da wartet, sieht den Mann im Slot, in dem Fall Stefan Seger. Und der schweißt ein zum 5. Saisontor. Ja, da haben wir eine gute Möglichkeit für die Steelers. Und Hannibal Weizmann. Scheibe ist drin. Und der Schiedsrichter zeigt auch auf Tor. Und damit verkürzen die Steelers. Zientek führt die Reihe da an. Also wahrscheinlich der Torschütze, das wollen wir uns mal anschauen. Ah, das war ein bisschen zu spät. Weizmann beschwert sich da. Hatte er die Scheibe oder nicht? Auch das. Also da ist sie schon drin. Nicht mehr. Nee, da ist sie schon drin. Es gibt Videobeweis. Es gibt Videobeweis laut unserer Tafel. Das Zeichen auch nicht gesehen. Ich habe ja auf unseren Videobeweis gewartet. Wobei beide Schiedsrichter beraten sich nochmal, gehen aber jetzt raus zum Videobeweis. Also man kann es aus der Position wie und nimmer. Also wir haben wahrscheinlich mal keine bessere Einstellung vielleicht hier. Ja, wird ganz schön hart gestochert und getreten. Aber da habe ich jetzt nichts gesehen. Vielleicht hier. Scheibe im Tor. Ja, aber die Kameraeinstellung bräuchten wir. Also die noch genau. Ein Stück früher. Da ist er, da ist er, da ist er.
2. So, jetzt kommt Weizmann. Da ist er. Nee, immer noch nicht. Ja, was ist denn das? Kurios auf jeden Fall. Da geht die Fanghand auf die Scheibe. Nee, nicht ganz, nee, sie nee, rutscht nee, wieder weg. Und dann, dann ist sie drin. Und dann ist sie auf einmal drin. Irgendwer haut da gegen dieses Konstrukt. Handschuh, Schläger, Puck, wie auch immer. Also, aber ich weiß auch nicht, es sind auch hier gestochert. Ich glaube, das ist schon der Schläger von McNeely, der da unter der Fanghand von Weizmann ist. Und da ist die Frage, wie bewerten die Schiedsrichter das? Hat er die Scheibe da schon safe? Oder nicht? Das ist die große Frage. Ist es Torraum abseits? Nee, Torraum abseits ist es nicht, aber du hast gesagt, die Frage ist, ob Weizmann, hat er die Fanghand drauf oder hat er sie noch gar nicht richtig drauf, weil man das von der Höhe hier aus der Perspektive gar nicht... Ist Luft oder nicht? Genau. Wenn er sie drauf hat, darf es kein Tor sein, dann hat er sie festgehabt. Wenn er sie noch nicht komplett drauf hat, ist ein Tor. Aber... Bin ich mal gespannt. Das ist natürlich jetzt wieder schwierig zu entscheiden. Ne? Ja, so viel zum Videobeweis. Nicht immer einfach. Der Schiedsrichter stand am langen Pfosten. Er hatte auch die freie Sicht auf die Szene, aber das ging ja so schnell. Da dann die richtige Entscheidung zu treffen ist schwierig. Erster Impuls war da Tor, aber wahrscheinlich nur, weil die Scheibe über die Linie war. Und so warten wir auf die Entscheidung. 77 Sekunden vor der zweiten Pause. Die Eismaschine ist da schon bereit. Erstmal ist er wieder sauber, wenn ich pünktlich lösen kann. Ja, das Eis da. Der Andi. Ja, gibt es wieder eine kleine Verzögerung im Spielablauf. Schiedsrichter scheinen sich das aber... Das sagst du? Komm, gib doch mal einen Tipp. Ja, ich sag drinnen. Ich sag nicht. Da gibt's. Ah. Tor für Bietigheim. Also, der Anschluss zum 3:2. Bietigheim verkürzt. 1 Minute 17 vor Ende. Also, die Steelers bzw. die Schiedsrichter sagen, also, dass Hannibal Reitzmann die Fanghand noch nicht richtig auf den Puck hatte. Deshalb die Scheibe noch spielbar und Benjamin Zintek ist laut unserer Anzeigentafel und laut Rüdiger Storch im Stadion, am Stadionmikro der Torschütze. Schwanner und es steht 3:3, ansatzlos, staubtrocken. Frederik Cabana mit dem Ausgleich. Hier sehen wir, so ein richtig starker Pass in die Spitze. Sehr langsame Zeitlupe. Ganz so, genau wollen wir da hinschauen. Ja. Zurückgelegt in den Slot, Giovanna. Ja, halb hoch Stockhand. Für jeden Torhüter der Welt ist das unangenehm. Auch für Hannibal Weizmann. Das war richtig gut gespielt von den Steelers. Und deswegen sind hier gerade mal 57 Sekunden rum im letzten Drittel. Und wir haben Pari. Unentschieden 3:3. Und gleich haben die Löwen das überstanden. Steingroß. Schuss abgefälscht und da ist Cabana. Der da den Rebound direkt auf den Schläger bekommt und es steht 3:4. Schuss von Steingroß. Irgendwie bleibt er da hängen. Gar kein Rebound, aber Cabana ist da zur Stelle. Mit seinem zweiten Treffer in diesem Drittel, in diesem Spiel. Ja, und jetzt ist das Spiel wieder gedreht. Es lag auf der Hand. Und gute Möglichkeit für Liesegang. Nein, CJ Stretch macht ihn. Den Ausgleich. 2:01 vor dem Ende der regulären Spielzeit ist CJ Stretch da. Ha.
mit dem Fuß noch aufgelegt, sich selbst. Und dann durch die Beine von Ilya Scharipow. Hast du einen Videobeweis? Wenn ich das richtig deute, ja. Oha. Oha, warum das? Weil das Tor verschoben war. Das ist ja, glaube ich, eher durch die Bewegung. Da war kein Tor verschoben. Ja, doch, das ist rausgehüpft. Echt? Zack, zack. Ach so. Ja, es war gut. Also, es war kein Tor am Abseits. Nee. Es war mit dem Schläger geschossen. Also da ist auch so, Ilya Scharipow, der muss ja darüber, der geht zu den Pfosten und ist klar, dass wenn der da volle Dampf dagegen, dass das Tor verschoben wird, aber ich bin mir sicher, es gibt ein Tor. Jawohl. Das ist ein guter Einsatz. Jetzt biete keinen in der Formation. Und da ist das Tor! Sean Weller ist es, der da diese Reingabe abfälscht und damit dieses Spiel entscheidet. Der Tabellenführer führt oder gewinnt mit 5:4 nach Verlängerung. Sean Weller, der Mann mit Bart, 11. Saisontor. Und wir müssen einmal durchatmen. Was war das für ein Spiel? In der Tat. Paul Gardner ist da, sieht man jetzt aktuell nicht im Bild, aber ist da richtig sauer auf die, auf Clark Breitkreuz, schimpft auch noch ordentlich Richtung Spieler. Also das ist wirklich heute sehr hitzig, diese Partie gewesen, auch mit der Schlusssirene, nach der Schlusssirene. Und wir kommen zu den Spielern des Tages heute. Willst du Tipp abgeben? Tim Schüle ist für mich auf Seiten der Löwen und wahrscheinlich Sean Weller, Game Winning Goal. Jabana, klar. 2 Tore gemacht. Tja, Ausflug verdient, ja. Ich bin mit einverstanden. Und hast du einen Tipp, Frankfurter Seite? Tim Schüle, finde ich auch gut. Ja. Schule, der gebürtige Bietigheimer bekommt hier diese persönliche Auszeichnung. Radio Bob und die Löwen Frankfurt rocken die Liga.